begrüße wieder alle Freunde kosmischer Erscheinungen. Ich will heute mal über was ganz Komisches reden. Ein großer Astronom hat mal gesagt, die Astronomen, die benehmen sich eigentlich so wie ein Mann, der in stockdunkler Nacht seinen Schlüssel verloren hat und der jetzt unter den Laternen nachschaut, ob er dort irgendwo liegt. Nicht, weil er erwartet, dass der Schlüssel dort liegt, aber die Laternen sind die einzigen Plätze, wo es leuchtet. Deswegen kann er dort auch nur suchen. Der Schlüssel für die Größe und für die Dynamik unseres Universums scheint sich aber, um in diesem Bild zu bleiben, zwischen den Laternen zu liegen, nämlich in der sogenannten dunklen Materie. Und deswegen soll das Thema heute sein, was ist eigentlich dunkle Materie? Was ist eigentlich dunkle Materie? Eine Materie, die nicht zu sehen ist, die sich nur dadurch äußert, dass sie durch ihre Masse auf die leuchtende Materie wirkt. Wie kann man sowas feststellen? Im Jahr 1846 bekam Herr Galle in Berlin einen Brief von einem theoretischen Physiker, der ihm vorgerechnet hat, dass außer dem Planeten Uranus draußen im Sonnensystem noch ein weiterer Planet da sein muss. Denn die Bewegungen des Uranus waren so merkwürdig, dass man sich das nur erklären konnte, wenn da draußen noch irgendeine Art von Masse ist. Und Galle hatte ein hervorragendes Teleskop, konnte in den Bereich des Himmels schauen und erfand den Neptun. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, was dunkle Materie ist, nämlich ein Stück, was sich nur dadurch bemerkbar macht, dass es auf die Masse der leuchtenden Materie wechselwirkt und damit Bahnveränderungen vornimmt. Der Neptun ist also das klassische Beispiel dafür, wie die Verbesserung von Teleskoptechnik, von überhaupt von Aufnahmemethoden es möglich macht, Materie sichtbar zu machen. Die Bewegungen von schweren Körpern, also zum Beispiel von Planeten um andere schwere Körper, die noch größere Massen haben, also um Sterne herum, die lassen sich hervorragend messen. Wir wissen von unserem Sonnensystem ganz genau, wie die Planeten sich um die Sonne herum drehen. Wir können natürlich ziemlich genau messen, wie die Planeten wirklich sich um die Sonne herum bewegen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo welcher Planet an welchem Zeitpunkt steht. Und diese Bewegung lässt sich in einem ganz charakteristischen Gesetz hinschreiben und beobachten. Das ist die sogenannte Rotationskurve. Das ist die Kepler-Rotation. Die Kepler-Rotation ist die einfachste Form der Wechselwirkung von schweren Massen. Das ist nämlich genau die Situation, die wir im Sonnensystem haben, wenn nämlich ein Körper das Schwerefeld völlig dominiert. Und 99% der Masse im Sonnensystem ist in der Sonne. Und deswegen sieht das Rotationsgesetz des Sonnensystems so aus. Wir tragen hier auf den Radius, also den Abstand eines Planeten zur Sonne, und hier seine Rotationsgeschwindigkeit. Und die Kurve sieht so aus. Was heißt das? Der Merkur ist am nahesten an der Sonne, das heißt, er dreht sich am schnellsten. Und dann kommen alle anderen Planeten, die liegen alle, ihre Drehgeschwindigkeiten liegen alle auf einer Linie. Diese Rotationskurve sagt uns, dass die Sonne im Sonnensystem das Schwerefeld komplett dominiert. Das ist also eine Art von Wechselwirkung, die man hervorragend verstehen kann. Man braucht keine zusätzliche Materie. Man sieht, die Sonne leuchtet, die Planeten geben ihr Licht ab. Man kann also alles schön beobachten. Und dunkle Materie im Sonnensystem gibt es eigentlich nur dann, wenn man von Asteroiden spricht oder von irgendwelchen Kleinstkörpern, die einfach überhaupt keine eigene Leuchtkraft haben. In der Astrophysik hat das Thema dunkle Materie in den letzten Jahrzehnten aber eine ganz andere Bedeutung gewonnen, weil man etwas herausgefunden hat, was man so nicht erwartet hat. Milchstraßen, Galaxien, sind große Sternsysteme. Und so wie sich die Planeten um die Sonne herumdrehen, so drehen sich also die Sterne um die Zentralbereiche der Milchstraße herum. Die Sterne bewegen sich also genauso in dem Gravitationsfeld der jeweiligen Milchstraße, wie die Planeten es im Sonnensystem tun. Das heißt, wir würden erwarten, eine Rotationskurve, wenn wir eine Rotationskurve messen können von einer Galaxie, eine Rotationskurve zu finden, die genauso aussieht wie die, die man für das Sonnensystem kennt. Was hat man gefunden? Etwas völlig anderes. Man fand eine Rotationskurve, in der, und es gilt wieder das Gleiche, wir haben hier den Radius und hier die Rotationsgeschwindigkeit. Der Radius heißt jetzt hier die Entfernung vom Mittelpunkt der Milchstraße. Und man fand eine Rotationskurve,
die so aussieht. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Was heißt das? Die Rotationsgeschwindigkeit steigt also zunächst einmal an. Das kann man verstehen, wenn man sagt, gut, meine Masse wird immer größer und größer und größer. Das kann man gut verstehen, so eine Milchstraße ist schließlich ein großes System, also entweder eine Scheibe oder eine Kugel. Aber wir sehen Masse, weil es leuchtet. Und damit können wir auch verstehen, weshalb im inneren Teil einer Milchstraße die Rotationsgeschwindigkeit ansteigt. Wenn nun aber die Massenkonzentration der leuchtenden Materie verlassen wird und wir sehen nur noch einzelne Teilchen, nämlich einzelne Sterne, die wie die Planeten als Testteilchen fungieren können, die haben praktisch kein eigenes Schwerefeld, dann würde man erwarten, dass diese Testteilchen, je weiter sie weg sind von der Milchstraße, sich auch immer mehr und mehr ähnlich verhalten wie die Planeten im Sonnensystem. Das heißt, ihre Rotationsgeschwindigkeit sollte abfallen. Das tut sie aber nicht. Sie bleibt konstant. Für große Radien konstant. Was heißt hier großer Radius? Während in der Milchstraße dieser Bereich hier ein Bereich von bis zu 20 oder 30.000 Lichtjahren ausmacht, ist der Bereich im Sonnensystem ja nur einige wenige 100 Millionen Kilometer. In der Milchstraße haben wir also einen Bereich, in dem die Rotationskurve konstant bleibt. Die Teilchen hier draußen bewegen sich wahnsinnig schnell. Wie kann es also sein, dass diese schnell rotierenden Teilchen in diesem Milchstraßensystem überhaupt noch drin bleiben? Wir erinnern uns alle, der schon mal am Kettenkarussell gesessen hat, wenn sich das richtig dreht, dann gibt es die Zentrifugalkraft und das Material wird nach außen gerissen. Wie kann es überhaupt sein, dass diese Sterne noch in der Milchstraße drin sind, wenn die sich mit so einer Riesengeschwindigkeit bewegen? Die typischen Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen in Milchstraßen sind einige 100 Kilometer pro Sekunde. Also kein Pappenstiel. Nun, wie kommt das? Die einzige Erklärung dafür ist, dass es außerhalb der leuchtenden Materie noch ein riesiges Volumen geben muss, in dem Materie steckt. Diese Materie hat Masse, aber sie leuchtet nicht. Sie ist völlig dunkel. Die sogenannte dunkle Materie, einige Kollegen sprechen auch von Geistermaterie. Geistermaterie. Wir machen hier ja nun schließlich keine Esoterik, wir machen Astronomie. Natürlich versucht der Astronom, der Astrophysiker, versucht irgendwie herauszukriegen, aus was besteht denn nun dunkle Materie. Die erste Idee ist natürlich aus Sternleichen. So eine Galaxie, so eine Milchstraße besteht immerhin so aus 100 bis 200 Milliarden Sternen. Und da können natürlich schon ein paar gestorben sein. Schwarze Löcher, Neutronensterne, ausgebrannte Sternleichen, die irgendwo da draußen in einem riesigen Halo um die Galaxien herum verteilt sind und die nur Kraft ihrer Masse wechselwirken. Tja, solche schweren Objekte, namentlich schwarze Löcher oder sehr, sehr schwere Sternleichen, die noch übrig sind, die selber nicht mehr strahlen und damit eben dunkel sind, haben allerdings einen ganz interessanten Effekt, den man messen kann. Wenn sie nämlich vor einem leuchtenden Stern entlang laufen, dann wird das Licht durch das schwere Feld dieser schweren Sternleichen praktisch wie bei einer Linse fokussiert. Und was man dann beobachtet, das ist eine Erhellung, eine Aufhellung eines Sterns. Und so hat man also vor einigen Jahren angefangen, gegen die sogenannte kleine und große Magellansche Wolke herum nach diesen Sternleichen zu suchen und herauszufinden, aus was besteht denn nun die dunkle Materie im Halo, wie wir sagen, im Halo in der Atmosphäre unserer Milchstraße. Das sind die sogenannten MACHOs, Massive Compact Halo Objects. Das sind also diese ganz schweren Brocken, die sich in unserem Halo bewegen sollen. Und immer dann, wenn sie vor dem Licht eines Sterns einer anderen Galaxie, und die kleine Magellansche Wolke ist ein Begleiter unserer Milchstraße, vorherlaufen, dann müsste man eine Aufhellung sehen. Dieser Aufhellungseffekt hat, wie gesagt, was mit dem Schwerefeld der Sterne zu tun und nur besonders schwere Sternleichen können das verursachen. Und diese MACHOs hat man tatsächlich gefunden. Man fand also wirklich Sterne, wo das Sternlicht aus der Magellanischen Wolke kam, und diese Sterne wurden mal hell und dann wieder dunkel. Und das geschah achromatisch, wie wir sagen, über den gesamten Farbbereich des sichtbaren Spektrums. Das ist der sogenannte Gravitationslinseneffekt, der dort eine Rolle spielt. Das Licht wird im Schwerefeld dieser ganz kompakten Objekte, schwarze Löcher oder ein paar Neutronensterne und so weiter, wird es richtig fokussiert und dann wird es heller. Wenn Licht enger zusammengebündelt wird, wird es heller. Man fand leider nicht genügend MACHOs, um zu erklären, warum die Milchstraße sich bei großen Radien noch so schnell dreht. Also aus was besteht die dunkle Materie? Es muss sich um eine Materieform handeln, die mit Strahlung überhaupt nicht wechselwirkt. Sie ist nicht zu erkennen, nur durch ihre Masse da.
Und so gibt es heute einige Theorien, in denen versucht wird, herauszukommen aus diesem normalen Bild, denn Machos, also Sternleichen, diese Massive Compact Halo Objects, das sind natürlich Sternleichen, wie wir sie kennen, sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil wer von uns weiß schon genau, wie so eine Sternleiche aussieht, wenn das Material da so richtig zusammengepresst ist, keiner weiß ohnehin, wie schwarze Löcher innen drin aussehen. Aber immerhin, wir können uns vorstellen, dass ein Stern entsteht, er entwickelt sich, er leuchtet und er stirbt. Das ist Material, wie wir es kennen, Material, aus dem wir auch sind. Also Elektronen, Protonen, Neutronen, der ganz normale sogenannte baryonische Materie, schwere Materie. Was man heute meint, ist, dass die dunkle Materie aus WIMPs besteht. WIMP ist ein Slang-Ausdruck für Weak Interacting Massive Particles und WIMP heißt eigentlich Weichei. Klar, Machos und WIMPs. Und diese WIMPs sollen nun exotische Teilchen sein. Exotische Teilchen, wie sie Elementarteilchentheorien hervorbringen, um die große Vereinigung physikalischer Wechselwirkungen zu kreieren. Das heißt, wir sind hier jetzt auf einmal wo ganz anders. Elementarteilchen, das ist die kleinste Struktur im Universum. Das ist die Frage, die Elementarteilchenphysik geht der Frage nach, wie ist die Materie aufgebaut? Und schaut mit riesengroßen Beschleunigern ganz tief hinein, aus was Protonen bestehen, Neutronen, die Atomkerne bestehen. Und diese Physik wird auf einmal wichtig, um zu erklären, weshalb Galaxien sich auf Tausenden von Lichtjahren so bewegen. Also eine irrsinnige Verbindung von allerkleinster Physik und allergrößter Physik sozusagen. Wobei klein und groß hier nur heißt kleine räumliche Längen oder große räumliche Längen. Und in den letzten Jahren hat man alles Mögliche versucht, um herauszufinden, aus was nun die dunkle Materie wirklich bestehen kann, welche Teilchen dafür verantwortlich sein können. Und in den letzten 2, 3 Jahren hat es immer mehr Hinweise gegeben, dass ein ganz bestimmtes Teilchen eine wichtige Rolle spielen könnte, das sogenannte Neutrino. Jeder von uns wird pausenlos von Neutrinos bombardiert, die von der Sonne kommen. Und man hatte gehofft, dass man den Neutrinos eine solche Ruhemasse, also nicht die Bewegung, sondern eine wirkliche Ruhemasse zuordnen kann, dass man damit vielleicht versteht, wie dunkle Materie aufgebaut ist. Die letzten Ergebnisse allerdings der großen Detektoren, denn Neutrinos wechselwirken nicht, sie kommen aus der Sonne raus und verursachen überhaupt keine Schädigung, sondern man muss sehr, sehr viele Teilchen zusammenbringen, damit diese Neutrinos überhaupt irgendeine Wechselwirkung verursachen. Und dafür muss man riesengroße Tanks aufstellen und dann diesen Neutrinofluss messen. Und die letzten Ergebnisse von einem riesengroßen Wassertank in Japan deuten an, die Neutrinos haben fast so gut wie keine Ruhemasse. Fast nichts. Das heißt, wir sind heutzutage in einer Situation, wo wir sehen, dass 90% des Universums aus einer Form von Materie bestehen, die wir nicht kennen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, aus was die bestehen. Wir haben eine Menge Ideen. Und wir selber bestehen natürlich aus, in Anführungsstrichen, normaler Materie. Aber wir scheinen angesichts dieser Ergebnisse wirklich nur die Spitze eines Eisbergs zu sein, vielleicht sogar noch weniger. Wir sind quasi ein Dreckeffekt. Dieses Universum, in dem wir leben, ist angefüllt mit einer Form von Materie, die wir nicht kennen, die aber für unsere Existenz absolut notwendig ist, denn sie hat mit dazu beigetragen, dass sich Galaxien bilden konnten, entgegen der allgemeinen Expansion des Universums. Und damit hat sie natürlich auch beigetragen dazu, dass sich Sterne bilden konnten. Diese Sterne haben sich entwickelt, sind explodiert, haben ihre Elemente wieder ins interstellare Medium zurückgejagt. Und irgendwann ist ein Stern entstanden, die Sonne, um den sich dann ein Planet gebildet hat und auf dem wir uns heute darüber Gedanken machen, warum das Universum so ist, wie es ist.